Was geht? Und willkommen zu The Elder Scrolls Skyrim. Ich bin wieder da mit einem neuen freshen Let's Play. Und ich sollte aufhören zu reden, ich rede lieber normal. Also, wir wisst ja, dass ich jetzt einen Monat nicht da war, keine Videos hochgeladen habe. Das lag daran, ich war mit meinem PC nicht zufrieden, den habe ich aufbessern lassen, richtig aufgerüstet. Ja, so gesehen ist schon fast ein neuer PC. Und jetzt kann ich auch größere Sachen starten. Das heißt, ich scheiße jetzt auf Browser-Games und kleine Spiele, packe ich mir gleich einen riesen Batzen und packe ihn auf meinen YouTube-Channel. Die Rede ist von The Elder Scrolls Skyrim. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, spiele ich jetzt einfach mal einen Trailer ein. PEGI 18. Du hättest handeln sollen. Sie sind bereits hier. The Elder Scrolls erzählten von ihrer Rückkehr. Ihre Niederlage war nur ein Aufschub. Bis zu der Zeit, nachdem Oblivion sich öffnete. Und die Söhne von Skyrim ihr eigenes Blut vergießen würden. Aber niemand wollte es glauben. Glauben, dass sie überhaupt existierten. Und als die Wahrheit endlich ans Licht kommt, brennt sie lichterloh. Doch es gibt einen, den sie fürchten. In ihrer Sprache heißt er Dovahkiin, Drachenblut. Oh,
Also wer jetzt nicht überzeugt ist, der ist selber schuld. Der hat keine Ahnung, der hat keine Klasse, der hat kein Gehirn. Skyrim ist meiner Meinung nach das beste, schmakulöseste, geilste, riesig hafteste Rollenspiel, das man offline spielen kann. Es ist so geil und groß und wunderschön. Ich hätte gern Geschlechtsverkehr mit ihm, aber ich bleib jetzt mal auf dem Teppich. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an und beginnen ein neues Abenteuer. Ein Vogel. Na, ist ein Drache. Ich könnte ja jetzt immer diese Ladescreens vorlesen, aber ich halte jetzt die Schnauze. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Jo, tach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja, weiß ich nicht mehr. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Das war genau das wie wir. Ja? Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Ja. Wir sollten nicht hier sein. Stimmt, ganz genau. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Ja. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Die. Beide so nett. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Das ist... Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Nein, nein, nein! Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rolstadt. Ich komme aus Rolstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Macha, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Bilot immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Okay. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. So, die Party kann losgehen. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Ja, wir haben es alle eilig. Wartet, wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die. Ihr müsst es ihnen sagen, wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Schick, schick. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Okay, der steht in der Luft. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloff von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein,
Ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Gut. Ihr da. Tretet vor. Ich? Oh, das ist ja nett. Wer seid ihr? Ich weiß es nicht. Hab ich vergessen. So, und damit nochmal herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Skyrim. Also, der erste Part hier ist jetzt mehr so ein Part, wo ich die ganze Zeit quatsche und was über das Spiel erzähle. Tele. Also, das ist hier ist kein Blind Let's Play. Also, ich habe jetzt schon mindestens, also meiner Meinung nach mindestens 300 Stunden in Skyrim investiert. Und ja, das ist schon echt hart, das Spiel. Das ist echt hart geil. Also. Ja, da fehlen mir schon die Worte. Das ist halt ein richtig großes Spiel und hauptsächlich geht's hier, also in der Hauptstory geht's halt darum, warum zur Hölle erzähle ich euch das? Ihr werdet es schön selber rausfinden, ich werde euch dies nicht erzählen. Aber jetzt kann ich euch schon mal sagen, ich spiele jetzt so als Assassinen-Bogenschütze. Und als Bogenschütze bestens geeignet sind die Waldelfen. Yo, Leute, da mache ich auch noch mal einen Cut. Genius as fuck. So, Sir, Main Game is back in town. Ich bin jetzt mal so kurz AFK gewesen. So ganz kurze 6 Stunden. Wenn bei mir nicht hart läuft. So, was, wo war ich? Ah ja, ich mache hier unseren wunderschönen Waldelfen. Okay, Gewicht. Ich würde sagen, goldene Mitte. Er ist nicht zu krass. Er ist auch keine Memme. Hautfarbe. Nein. Weiß sieht schon geil aus. Kopf. Sichtfarbe, Schmutz. Namen. Dann ist er aber nicht mehr so hübsch, wie ich mir es vorstellt. Oh, das sieht geil aus. Das ist so ein Jagdunfall gewesen. Mit dem Rhinoceros. So, Nasenart. Oh, da lässt sich was Cooles machen. Oh, das, die Nase finde ich cool. So, was lässt sich da so machen? nice. Nasenlänge. Oh, der hat einen dicken Zinken im Gesicht. Kieferbreite. Okay. Kieferhöhe. Das ist cool. Kieferbreite, bla bla, bliblablub. Das haben wir hier. Augen vor. Ja, das passt voll gut. Okay. Augenweite. oh, das ist geil. Oh, das ist sehr geil. Das ist super. Augenbreite, Augentiefe, Augentiefe, Augen. Lidstrich, Lidfarbe. Nö. Braunart. Okay. Das ist cool. Oh, da ich hab noch eine bessere Idee. oh, der sieht cool aus. Er sieht aus wie so ein Holzbauer. Mit dieser Riesenstirn. Mundhöhe. Oh, er sieht aus wie so ein Höhlenmensch. Mundvorstand. oh, der sieht genial aus. Oh, Kinnbreite. Kinnlänge. Spitzkopf Larry back in town, Alter.
Der sieht so geistesleer aus. Kinnlänge, nein. Das sieht cool aus. Haare. Wir brauchen irgendwas Dummes. Nein, das ist zu klug. Das passt. Passt gut. Naja. Nein. Nein. Okay, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. So, Bart. Nein, das schadet seinem Aussehen nur. Er ist nicht männlich. Er ist einfach nur zurückgeblieben. Der konnte locker auf Wrong Turn kommen, Alter. Oh, das wollte ich nicht. Ah, so geht es auch. Haarfarbe, der braucht rote Haare. Nein. Das ist cool. Okay, wie nenne ich ihn denn mal? So, fertig. Okay. Das ist der Manfred. Oh! Ja, Deutsch 6, so. Was hat der Nachname? Manfred Schwimsensen. Nee. Manfred. Öppling. Manfred Möppling. Alter. Was ist denn jetzt? What the fuck? Manfred. Möppelsberger. Hä? Willst du mich verarschen? Doch, Mann. Was ist das? Dann heißt er jetzt halt... Oh. Mann, ich brauche irgendeinen dummen Namen. Kevin. Das ist Kevin. Nein. Rolf. Was einfach nur Rolf. Rolf. Nicht viele Waldelfen würden es wagen, allein nach Himmelsheim zu kommen. Doch, ich schau nicht mit der Boss. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Oh. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Gut. Es tut mir leid, wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Walenwald zurückgebracht werden. Wieso fragt mich eigentlich keiner nach meiner Meinung? Ich hab da was gegen. Aber ganz dringend. Uncool. Naja. Oh, meine Nase, Alter. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Wow. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, wir haben's alle eigentlich. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt,
Und bringen wir die Sache hinter uns. Der hat noch was vor, er muss noch zum Arzt. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Wir haben es eigentlich alle so eilig, hier zu sterben. Oh, ich würde mal sagen... One Hit. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Wer ruft da denn irgendwas? Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Keiner redet hier. Bald elf, ihr seid dran. Ich hab immer noch was gegen. Ey. Da ist es wieder. Es wird langsam knapp. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Okay, ich geh jetzt ganz gechillt weiter. Was ist das denn für ein Vogel? Oh, eine Meise. Wow. Bam. Oh mein Gott, es ist Kollege. Er rappt uns alle weg. Okay. Geh vor. Wow. Das war ja gerade mal noch knapp. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wow. Wir müssen los. Ja, wir sind alle schon ganz schön ramponiert. Hoch durch den Turm. Los. Ja, oh, okay. Los. Okay. Alter, ich stehe nicht so auf Barbecue. Bam. Oh, er war aber knapp. Wow. Gut, so. Oh, fuck. Der kleine ist... Wow. Ich komme auf die Situation gerade nicht klar. Wow. Wow. Immer noch am Leben. Bleib nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Alles klar. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Okay. Die Götter mögen euch leiden, Antwa. Okay, dann gehen wir mal mit... Er wollte uns zwar gerade eben den Kopf abhacken, aber... Naja, vielleicht, er sieht vertrauenswürdig aus. Wow. Alter. Alter. Shit. Puh. Also die Kacke ist am Dampfen. Wow, Zauberer. Okay. Oh. Los, Cody, Kira, den Kostua. Aus dem Weg. Wir fliehen, Hagbar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Ihr da! Los, die Festung! Ich kann mich nicht so entscheiden. Aber die erscheinen mir irgendwie als die vernünftigeren. Wir müssen hinein, sofort! Okay. Hetz mich nicht. Ich bin sensibel. Ich mag's nicht, wenn man mich anschreit. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Und das, meine lieben Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal den Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach hoch. Wenn ihr Bock habt auf mehr so einen Scheiß, dann abonniert mich doch, Mann. Würde mich freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!